Hey und schön, dass du dabei bist. In diesem Video erstellen wir eine Slideshow-Animation in After Effects. Ich habe mir schon Bilder hier in meinem Projekt geladen. Die sind bei mir alle im selben Format. Ich werde jetzt mit dieser Bildgröße hier eine neue Komposition erstellen. Dafür ziehe ich einfach das Bild hier auf das Kompositionszeichen und dann erstellt sich hier schon eine Komposition. Das erste, was wir machen wollen, ist einen Rahmen für unser Bild erstellen. Dafür wähle ich einmal das Rechteckwerkzeug aus, stelle die Fläche ohne und eine weiße Kontur in meinem Fall mit 35 Pixel. Dann einen Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug und so erstellt sich ein Rahmen für unser Bild. Diese Komposition ordne ich hier mal in meinem Projektfenster und nenne das Ganze hier in Bild 1 um, dass ich nicht durcheinander komme. Da ich noch vier weitere Bilder habe, nehme ich jetzt meine Komposition und mit der STRG und D-Taste dupliziere ich diese viermal. Jetzt tauschen wir hier noch in den Kompositionen die Bilder aus. Dazu wählen wir einmal unser altes Bild aus, auch unser neues Bild und mit gehaltener Alt-Taste können wir das austauschen. Das mache ich jetzt für alle Kompositionen. Wenn wir damit fertig sind, können wir unsere Hauptkomposition erstellen, wo wir dann alle Unterkompositionen reinladen werden. Dafür gehe ich wieder auf unser Kompositionszeichen, wähle hier diesmal die Standardeinstellungen und nenne das Ganze Hauptkomposition. Können noch eine Farbfläche erstellen, hier neben der Zeitleiste mit einem Rechtsklick auf Neu und Farbfläche für unseren Hintergrund. Da könnt ihr hier eine beliebige Farbe wählen. Und dann laden wir auch schon unsere erste Bildkomposition in die Hauptkomposition. Einfach reinziehen über den Hintergrund. Was wir jetzt hier machen müssen, einmal hier bei diesem Würfel die 3D-Ebene aktivieren, das Bild auswählen. Mit der Taste S können wir das Ganze skalieren. Ich werde jetzt jedes Bild hier auf 80% skalieren. Und das Ganze wollen wir jetzt hier noch animieren. Wir wollen hier von dem Bild die Position und die Rotation animieren. Also drücke ich die Taste P für die Position und mit Shift kann ich eine weitere Eigenschaft öffnen. Drücke ich noch R für die Rotation. Dann können wir für die Animation Keyframes setzen. Ich werde jetzt hier auf 15 Frames springen und für die Position einen Keyframe erstellen und für die Z-Drehung. Den Wert für die Z-Drehung kann ich beliebig wählen. Ich nehme jetzt hier mal den Wert 2 und dann gehe ich an den Anfang meiner Zeitleiste, zoome jetzt hier ein wenig raus und positioniere jetzt das Bild außerhalb des sichtbaren Bildschirms. Setze auch noch einen Keyframe für die Drehung und schraube den Wert ein wenig höher. Jetzt fliegt hier unser Bild hinein. Aber um einen schöneren und glatteren Verlauf zu bekommen, wählen wir unsere kompletten Keyframes aus. Mit der Taste F9 können wir diese auf Easy Ease stellen, gehen damit in den Diagramm-Editor und passen die Kurven hier noch an. Ich möchte, dass die Animation schnell startet und dann eben abbremst. Wenn wir damit fertig sind, können wir auch schon die Komposition für unser Bild 2 in die Hauptkomposition laden, diesmal über das Bild 1. Ich skaliere hier noch das Ganze wieder auf 80%, aktiviere die 3D-Ebene, öffne wieder die Position mit der Rotation, aber möchte das Ganze erst nach 20 Frames starten lassen. Jetzt gehe ich auf der Zeitleiste zu 20 Frames, packe die Bildkomposition und ziehe sie zu diesem Startpunkt. Gehe wieder 15 Frames weiter. Setze wieder Keyframes für meine Position und die Drehung. Diesmal wähle ich für die Drehung minus 2 Grad aus. Gehe dann an den Anfang meiner Komposition. Setze wieder Keyframes. Erhöhe beliebig wieder den Wert für meine Drehung. Und positioniere das Bild wieder außerhalb des sichtbaren Bereichs. Aber diesmal in einer anderen Richtung. Diesmal lasse ich es von unten rechts einfliegen. Wähle wieder alle Keyframes aus, mit der Taste F9 stelle ich diese wieder auf Easy Ease, gehe wieder in den Diagramm-Editor und passe die Kurve wie zuvor an. Diesen Vorgang wiederhole ich jetzt auch noch für die weiteren drei Bilder.
Ich kann hier die Rotation und die Position beliebig anpassen und so meine eigene Slideshow-Animation erstellen. Wenn ich damit fertig bin, aktiviere ich noch die Bewegungsunschärfe meiner Ebenen. Hier einmal bei diesem Zeichen für die Ebenen auswählen und gucken, dass es hier blau leuchtet, sonst funktioniert es nämlich nicht. Für den letzten Schritt möchte ich für den Hintergrund noch ein Overlay verwenden. Dafür habe ich einen Gold Particle Overlay gewählt. Den Link von diesem Overlay habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Diesen einmal in die Komposition ziehen, über alle Ebenen. Sehen wir jetzt hier am Anfang nichts. Ich skaliere das Ganze noch etwas höher, damit der Bildschirm auch gefüllt ist. Und um jetzt hier unsere Bilder wieder zu sehen, müssen wir den Modus ändern. Einmal von Normal auf Addieren stellen und schwupps sehen wir unsere Lightshow wieder. Das Ganze könnt ihr natürlich mit beliebig vielen Bildern machen und eine eigene Animation erstellen.